Rigipet, wir können auch wohnen. Und heute erwarten wir einen langjährigen Freund aus der Hundeszene, der uns jedes Jahr in Dortmund zur Messe besucht und uns mit einem Kasten Kölsch überrascht als Gastgeber. Peter hat sich gerade ein gebrauchtes Wohnmobil zugelegt und das ist etwas in die Jahre gekommen. Unsere Aufgabe bestand darin, den Wohn-Schlafbereich ein Facelifting zu geben. Spezielle Sonderwünsche für Fahrerhaus, Duschbereich und Schlafzone hatte er schon mit im Gepäck. Als erstes gab uns Peter eine Führung durch sein neues Wohnmobil, was wir gleichzeitig nutzten zur Istaufnahme. Uns erwartete ein etwas angestaubtes Design, was vor ca. 10 Jahren aktuell war, aber schon sehr rustikal rüberkam. Vor 10 Jahren waren wir auch anders eingerichtet und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Außer der Optik fällt einem sofort die Nutzung Spuren auf den Oberflächen auf. Die Polster waren schon etwas durchgesessen und der Platz neben der Eingangstür war bestimmt der Lieblingsplatz im WOMO, denn er zeigte schon richtige Verformungen. Im Schlafzimmerbereich eine ähnliche Situation vom Design. Die dunklen, schweren Töne überwogen und es kam alles etwas düster rüber. Sorry, wir haben keine Betten gemacht. Wir setzten uns zusammen im Fahrerhaus und begannen die Wünsche von Peter und Martina zu besprechen. Es muss hell, freundlich, zeitgemäß werden und auf dem Platz zwischen Fahrer und Beifahrer soll noch ein Hundeplatz entstehen. Nach unserem Gespräch fertigten wir die ersten Schablonen aus Pappe an und bemaßen alles ganz genau. Auf dieser Grundlage nähen wir dann die einzelnen Objekte für das WOMO. Und dann ging es richtig zur Sache. In der Produktion wurden die alten Polster erst einmal entkernt, alte Polsterbatten entfernt, alle Oberflächen wurden auseinander getrennt, ausgemessen und daraus wieder entstand das Schnittmuster für den Zuschnitt. Und jetzt wurde geschnitten, gestopft, genäht und so weiter. Jetzt kamen uns unsere jahrelangen Erfahrungen im Handwerk zugute. Es bedarf viel Know-how und Geschick beim Polstern und gerade beim Nähen. Nach 2 Tagen konnten wir die ersten Teile begutachten und so ging es weiter. Nach 14 Tagen habe ich Peter vom Flughafen in Dresden abgeholt und zu uns in die Firma gebracht. Ich hatte ihm den Film bis zu dieser Sequenz geschickt und die ganze Fahrt war er aufgeregt wie ein kleines Kind und versuchte aus mir so viel wie möglich Informationen zum WOMO rauszuholen. Für die Ankunft hatte ich schon alles vorbereitet. Jetzt wurde nur noch die Stufe runtergelassen und als alter Entertainer sage ich nur, show must go on. Erinnert euch, so sah es vorher aus. Das Herzstück im Wohnmobil sollte hell, freundlich, modern aussehen und gleichzeitig dem Mobiliar optisch die Jahre nehmen. Es wurde wieder gemütlich mit den weichen Beige-Tönen aus der Luxury-Line. Mit einer extra Portion Schaum im Lendenbereich, die neue Aufpolsterung der Sitzelemente sorgen für neue Bequemlichkeit. So wie einst in der ersten Stunde dieser Concorde. Dieses Erlebnis gaben wir heute Peter und Martina zurück. Dieser kleine Würfel ist nicht für Getränke gedacht. Er ist eine Aufstiegshilfe für Martina, wenn sie sich abends in ihr Bett in die Alkove zurückzieht. Alle Sitzpolster haben zusätzlich einen Bezug aus unserer Kuscheldecke Diva bekommen. Somit ist es in den Wintermonaten immer warm und weich beim Sitzen. Diesen Bezug kann man problemlos abziehen und bei Bedarf waschen. Im Sommer lassen wir nur das Luxury Kunstleder im Sitzbereich. Es kühlt und wird nur mit einem feuchten Lappen gereinigt. Auch das Schlafzimmer lädt jetzt wieder mehr als nur zum Schlafen ein. Auf der neu gepolsterten Treppe schwebt man sanft auf die Betten. Optisch haben wir den Bettrahmen an das Innendesign angepasst. Somit zeigt sich wieder frischer Wind in der Traumfabrik. In einem Wohnmobil rechnet man mit jedem Zentimeter. Die Dusche dient des Nachts als Hundebett für eine Ritschi-Hündin von Peter. Die Duschwanne bekam kurzerhand die passende Einlage mit abziehbarer Kuscheldecke. So wurde ein Hundebett daraus. Dasselbe Prinzip nähten wir im Fahrerhaus. Damit konnte ein Hund vorne mitfahren, denn schließlich einer muss ja die Übersicht behalten. Aber ein kleines Highlight hatte ich noch im Gepäck, wovon Peter und Martina nichts wussten. Auf ihrer Wunschliste standen noch verschiedene Kissen für ihre neue Sitzgruppe. Hier kamen wir auf die Idee, ihren Kennel in den Kissen zu verewigen.
Und wenn Sie ins Bett gehen, sollten Sie auch noch an uns denken, denn dort überraschten Sie zwei Kissen mit Ihrem Logo. Ich hätte euch gern Peters Emotionen bei diesem Rundgang gefilmt, aber die bleiben natürlich ganz persönlich und privat. Und ein Abschlussfoto gab es dann doch noch am Ende. So, vor einer halben Stunde habe ich Peter hier in das neue Wohnmobil eingeführt und er hat erstmal 5 Minuten nichts gesagt, war ja unser Ziel. Und wir sagen, danke Peter, dass wir so schön für dich arbeiten durften. Und für einen echten Kölner haben wir sogar ein echtes Kölsch übrig gelassen. In diesem Sinne, Prost, Peter!